Wiedergeburt eines Idylls. Ich finde, das ist ein wunderschöner Titel für das, was sich hier in der Maikäfer-Siedlung über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Und in dem Fall trifft ja der Punkt über Jahrzehnte hinweg. Ich habe also auf dem Weg daher gelesen, der erste Stadtratsbeschluss. Ich habe da hinten gerade von den Vorgängern gehört, die Pläne waren noch viel älter, aber der erste Stadtratsbeschluss kommt aus dem Jahr 1994. Immerhin 21 Jahre später sind wir fertig. Das ist, wie der Herr Kraus und der Bock sagt, haben 900 Wohnungen in 21 Jahren. Die Geschwindigkeit werden wir steigern müssen die nächsten Jahre, da bin ich relativ sicher. Das werden wir nicht mehr hinbekommen. Meine Damen und Herren, Wohnen ist das zentrale Thema in dieser Stadt. Und zwar insbesondere, wenn man von bezahlbarem Wohnen redet. Wir haben Gott sei Dank in unseren Wohnungsbaugesellschaften über 60.000 kommunale Wohnungen. Und wir arbeiten daran, dass es auch deutlich mehr werden die nächsten Jahre. Das wird die Kolleginnen und Kollegen der GWG nicht nur freuen, aber auch die der GWG mit, weil es natürlich Arbeit bedeutet. Aber trotzdem glaube ich, wir müssen als Politik das unsere dazu tun, dass es wenigstens noch eine Chance gibt, für Münchnerinnen und Münchner eine bezahlbare Wohnung zu ergattern oder zu behalten. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, die nächsten Jahre und Jahrzehnte viel bezahlbares Wohnen zu bauen. Und dafür bin ich meinen Wohnungsbaugesellschaften ausgesprochen dankbar, dass sie dabei uns unterstützen. Ich kann ein weiteres sagen. Wir sind in München in der glücklichen Lage, niemals darüber nachgedacht zu haben, unsere Wohnungsbaugesellschaft und damit unsere Wohnungen, damit letztlich Sie als Mieterinnen und Mieter zu verkaufen. Also wir haben nie, auch in den Jahren, wo es der Stadt München finanziell nicht wirklich gut ging, darüber nachgedacht, unseren Wohnungsbestand zu verkaufen. Da gibt es andere Beispiele, die will ich jetzt gar nicht alle anführen. Ein großes kennen Sie auch, hat auch drei Buchstaben in dieser Stadt und hat über 8.000 Mieterinnen und Mietern letztlich Probleme und Sorgen bereitet, die noch nicht gelöst sind. Wir jedenfalls als Stadt, das kann ich garantieren, werden die Wohnungsbaugesellschaften nie verkaufen. Das heißt natürlich auch Sie damit nie verkaufen. Wir werden auch dafür sorgen, dass die Mieten einigermaßen im bezahlbaren Bereich bleiben. Niemand kann sich herstellen und sagen, die Mieten werden wieder sinken in München. Ich glaube, da müsste man Osterhase und Weihnachtsmann gleichzeitig sein und niemand, der Verantwortung trägt, kann sowas versprechen. Wir können nur versprechen, dass wir dadurch, dass wir noch mehr Wohnungen bauen, auch dafür sorgen, dass es eine Chance gibt, dass die Mieten nicht weiter so explosionsartig steigen. Also München wächst, das wissen Sie alle, wir werden so 10.000, 15.000 Leute jedes Jahr mehr werden. Übrigens, ob wir wollen oder nicht. Wir machen keine Werbung im Internet vor, kommt zu uns. Aber München ist halt einfach die schönste Stadt, die es gibt und deswegen kommen die Leute halt einfach. Ja, und deswegen wachsen wir auch die nächsten Jahre. Und das heißt, wir müssen einfach schaffen, dass wir den wenigen Raum, den wir in München haben, bestmöglich nutzen. Und deswegen ist auch das ungeliebte Thema Nachverdichtung natürlich ein Thema, das uns beschäftigen wird. Und als Politiker im Wahlkampf war ich unterwegs mit meinen hochgeschätzten Mitbewerberinnen und Mitbewerbern und überall, wo wir hingegangen sind, wo wir zu viert saßen und wo es um das Thema ging, hat jeder gesagt, nein, Nachverdichtung geht hier überhaupt nicht. Jetzt muss man ehrlich sein, wenn man Verantwortung trägt, muss man das etwas realistischer sehen und muss sagen, natürlich braucht es das eine oder andere Mal Nachverdichtung, weil wir die Fläche Münchens ja dummerweise nicht erhöhen können. Und ich habe ja gelesen in der Vorbereitung, dass das ja hier ein Jahr, um nicht zu sagen jahrzehntelanges Thema war, weil ich den Herrn Meixner gerade sehe. Und ich fand es auch schön, als letzte Zeile in diesem Artikel zu sehen, Ihr Zitat, die Zeiten ändern sich heute. Das ist tatsächlich so, die Zeiten ändern sich heute. Und mit manchen muss man sich arrangieren, mit manchen freut es mich auch, dass sie sich arrangiert haben, weil es natürlich wirklich einfach die Zeichen der Zeit waren und sind, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir einfach dichter bauen werden. Und dass wir, auch wenn wir noch dichter bauen, auf den wenigen freien Flächen, die es nur gibt, auch dort, wo Nachverdichtung möglich ist, aus meiner Sicht ein bisschen Nachverdichtung betreiben werden müssen. Wir werden es nicht extrem machen in München, da bin ich ziemlich sicher. Aber trotzdem muss es sein, weil es halt auch ein Recht aller gibt, in München eine Wohnung zu haben oder zu bekommen oder zu erhalten oder drinbleiben zu dürfen. Also deswegen glaube ich, braucht es einfach mehr Wohnungen. Deswegen, nachdem der Raum nicht steigt, muss man halt auch nachverdichten. Das wollte ich aber jetzt nicht das beliebteste Thema, mit dem man wirklich Beifallsstürme auslöst, aber mal ganz ehrlich sagen, wir kommen da nicht umhin, dass es so weitergehen muss. Ich danke jedenfalls Ihnen allen, die sich die vielen Jahre oder Jahrzehnte auch mit durchgehalten haben. So ein Prozess ist ja durchaus nicht nur spaßbehaftet, hat aber gezeigt, dass Bürgerbeteiligung schon nicht erst vor wenigen Jahren erfunden wurde, sondern vor vielen, vielen Jahren funktioniert, nämlich immer dann, und auch das steht dankenswerterweise
in dieser Überschrift, aber die Leute halten immer noch zusammen. Also immer dann, wenn die Leute zusammenhalten und sich zusammentun, dann kann man auch was bewegen, glaube ich. Und ich glaube, sie haben schon was bewegt. Also ich weiß nicht, wie die ursprüngliche Planung ausgeschaut hat, aber das, was jetzt hier steht und was ich beim Vorbeigehen gesehen habe, ist doch durchaus sehenswert. Da gibt es andere Flecken in München, wo man vielleicht früher auch Bürgerbeteiligung braucht hätte, um es vorsichtig zu sagen. Jedenfalls ist das, glaube ich, ein Verdienst, das sie wirklich haben, dass hier zusammen zwischen Bürger, Wohnungsbaugesellschaft und Politik ein Ergebnis heute zu präsentieren ist, das man sich sehen lassen kann und das man auch wirklich zu Recht stolz sein kann. Und ich freue mich, wie gesagt, dass sie damit auch alle ihren Frieden gemacht haben und dass wir jetzt gemeinsam einfach die Vorteile auch dieser neuen Siedlungen genießen können. Nicht nur übrigens der total renovierten Wirtschaft hier. Das ist ja auch schon mal, hat auch mal früher ganz anders ausgeschaut, kann ich mich erinnern. Vor vielen, vielen Jahren. Jetzt schaut es zwar auch immer noch wieder alt aus, aber es ist neu. Und es ist also schon sehr, sehr angenehm, dass auch das ein Nebeneffekt einer solchen großen Baumaßnahme sein kann. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich als alter Sozi weiß, was hier 1946 passiert ist. Die Insider haben jetzt gelacht. Den anderen sage ich, da ist die SPD wieder gegründet worden nach dem Krieg. Also insoweit geht man natürlich gerne in so eine Gaststätte. Aber nochmal, ich freue mich heute, dass wir gemeinsam feiern. Das war auch der Grund, warum ich hier gerne hergekommen bin, weil es zeigt, dass wir Bürger und Politik zusammen auch was Vernünftiges erreichen können. Es ist Ihr Fest, schädigen Sie die Gesellschaft und damit die Stadt. Trinken Sie, essen Sie, was Ihnen Spaß macht. Machen Sie sich noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.